4 Wochen Vorbereitungszeit und du hast keine Munition mehr. Also du Sag mal, du gehst immer mit dem Messer auf eine Schießerei, oder? Ich bin so ultimativ. Servus, Y-Day, warum SDAVA? Wir sind zurück in Dead Space 3. Der kleine Kumpel und der kleine Steve Pitty. Jawohl! Hallo und herzlich willkommen zurück. Boah, ey, also lange ist es her, also ich weiß überhaupt nicht mehr. Wie immer, noch eine Aufnahme. Ja, das hat, Pause. Das ist ja sozusagen, ja gut, du wusstest es vorher nicht mehr, aber. Das ist schon ein Standard, also. Ja, das ist. Zumindest müssen wir jetzt in das schöne Auto wieder einsteigen. Wir haben ja zuletzt diesen Antrieb rausgeholt. Noch meinen letzten Erkenntnisständen. Gut, dass du das noch weißt. Also, ich würde das nach 4 Wochen nicht mal wissen. Ja, ich eigentlich auch nicht, wenn ich nicht unbedingt das letzte Video angucken müsste, um dann zu wissen, wo ich war. Genau. So, du weißt, wo es lang geht? Ja. Das ist schön. Das ist lang, dank Navigation alles. Ja. Wie auch immer heute bei mir zumindest sieht. Beim Stevie sieht man es heute leider nicht, soweit ich gehört habe. Also, ich habe mir natürlich wie immer eine neue Waffe gemacht, ne? Was? Du hast eine neue Waffe? Ich hab mir ja klar Halfgang gemacht und so, weißt du. Ey, was? Du hast in 4 Wochen wirklich dir mal eine neue Waffe gebaut? Na klar, was denkst du? So Zwinker, Zwinker. Zwinker, Zwinker, okay. Also ja, ich bin mal gucken, wie es auffällt, ob das wirklich eine neue Waffe ist oder nicht. Ich würde eher sagen, oder nicht, aber. So, zumindest unsere Aufgabe ist jetzt, nachdem Steve vielleicht auch rausgestiegen ist heute. Ja, morgen, ich warte, ich muss halt mich wegen Tasten, so ihr wisst. Ja, ne, also dann. So. Müssen wir jetzt zu den Asteroiden, da schon mal auf den Boden stampfen, das ist wichtig. Mach schon mit. Die Welt muss beben, auch wenn wir im Weltall sind. Es bebt alles. So, ich bin hinter dir. Ja, das ist wie immer. Nein, folge meinem Schweif, meines Rufes. Oh, hey, du bist hin. Warte. Ich darf dich lieber aus den Augen verlieren, ich habe kein FOV. Und los, nach vorne mit dir, los Stevie. Fang die Minen. Schade. Nee. Du hast gelernt. Also gebildet bin ich auch noch. Ich habe ja voll den Skill. Ja, wie ich hier anvisiere und so. So wie die anvisierst, wo sind sie denn? Hier, pass auf, hier müssen wir gucken, was siehst du? Oh, das ist ja cool. Das Teil kenne ich ja noch gar nicht. Da die Dinger, siehst du die hier? Da diese Satelliten, da wo du drauf schießt, genau die. Ja. Da gibt es ja so ein Modul, den müssen wir rausholen. Ich glaube, ich habe einen dieser Flugschreiber gefunden. Gut. In der Roanoke sollten noch mehr davon sein. Puff, hat's gemacht. Okay, mal sehen, was ich finden kann. Puff, hat's gemacht. Okay. Scharfschützen mit einem Nagelgewehr ist auch geil. Und ich treffe trotzdem nicht. Also müssen wir jetzt noch ungefähr 2 Stück davon finden. Okay, hier ist ein böses Monster. Wo denn? Okay. Ja, sag mal hallo. Hallo. Es hat mich erwischt. Ich werde jämmerlich sterben. Erwischt. Guck mal, wie es dahin fliegt. Oh. Ah, wo bist du? Wo bist du? Ah, Hilfe! Was denn hier? Ich bin alleine. Ich hab keine Munition mehr. Was hast du nicht? Naja. Wie? 4 Wochen Vorbereitungszeit und du hast keine Munition mehr. Also du bist. Sag mal, du gehst immer mit dem Messer auf eine Schießerei, oder? Ich bin so ultimativ. Ja, ich rede nicht darüber. Wo bist denn du überhaupt? Na hier. Also, Hier, warte mal kurz. Ich suche mal die Stelle hier. Hier, dort. Warte, hier. Überall. Also komm, hier, also hinter dir. Da. Du hast keine Munition mal wieder. Nö. Ach Gott, einmal mit Profis arbeiten. Naja, deswegen ja. Stevie, was würdest du denn ohne mich machen? Keine Ahnung, sterben und diese, wie das vor allem gerade aussieht, das ist so 69 und so. Weißt du? Ja, das war ein schönes. Ja. So. Ich hab dir jetzt Munition gegeben. Hast du? Ja, hab ich. Super, kann nachladen. Traumhaft. Traumhaft, ne? Ist ja nicht so, ich bin ja nicht so mit dir, also. Ja. Nicht direkt. Aber wir spielen auf Ultimative Hardcore, deswegen geht meine Munition immer so schnell. Alles ja, du bist auf Ultimative. Ja, ist klar. Und auf was bin ich denn? Auf Mädchenkurs oder wie? Mädchenkurs? Ja, oder ich bin irgendwie schräg. Kann ich wieder normal werden? Weil nee. Ich bin irgendwie falsch. Das ist bei dir seit Jahren zu spät. Mine! Hab ich schon gehört. Ich hab dir voll das Leben gerettet. Ja, übelst. Na klar, hey, ohne mich, was ist los? Ja, und was wäre ohne mich? Naja, ich würde noch irgendwo im Anfangsgebiet hängen und so Tutorial gerade machen. Ja. Was hast du da? Ich hab was zum Kuscheln. Luft! Gib mir Luft! Niemals. Ja. Hast du es alle gemacht? Ja, hab ich. Hilfe! Ich brauch Luft! Nee. Saugst du die ganze Luft weg, oder was? Ja, ich bin ein Egoist. Du bist ein Luftdinator. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Obwohl das eigentlich eine Lüge ist, muss ich sagen. Ich bin kein Egoist.
Nein, ich denke auch an dich. Total. Denkst du an dich? Ich denke auch an mich. Ah, wo bist du jetzt hin? Hilfe! Wieder. Oh nee! Doch! Das ist ja unvorteilhaft. Für wen? Geh zum nächsten Punkt. Ah, hier ist Luft. Komm her. Luft. Wir sollen eigentlich solche Flugschreiber sammeln, aber nicht nur Luft. Njam, njam, njam. Naja, das ist fast schon. Aber kein Problem, Harry, ich müsste genug Flugschreiber haben, um eine sichere Route zum Planeten zu rekonstruieren. Da fliegt das DFBG. Super. Und jetzt? Baue alles in ein Navigationsmodul ein, das ich dann an das Shuttle anschließe. Ich muss nur eine Bank finden. Das sollte aber kein Problem sein. Wir müssen eine Bench finden. Ich weiß, wo eine Bench ist. Wir gehen rein zur Bench, dann ziehe ich mich mal wieder um. Es ist mal wieder Zeit, mal neue Klamotten anzuziehen. Nach ja, müssen wir waschen nebenbei. Ja, ja, eben. Nach 4 Wochen stinkt man schon ganz schön in die Klamotten. Also, das kann ich jetzt nicht so antun. Und da ich jetzt der Sommer frisch ist, muss ich etwas Sommerliches anziehen. Ich habe jetzt einen Sonnenbrille auf, wie man sieht bei mir. Stimmt. Bei mir sieht man den Typ ins Korn nicht, weil wegen zu dunkel. Ja, weil wegen zu dunkel. Ja, ja, mir scheint das Licht auf den Pelz. Mir gefällt's. Was? Nee. Die Sonne scheint auf dem Schuppen. Wie hieß das? Ja, warte mal, die Sonne scheint auf dem Schuppenstiel, da wird nicht viel. Abraham Kollege. Wie ist das immer so schön? Abraham fach Bebraham, kann ich mal dein Zebra haben. Boah, heute ist es so innovativ. Hier, ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich will dir nicht anschreien, aber Scheißdreck. Wo müssen wir lang? Wie wär's denn, wenn du einfach nur B drückst und dann... Ja, sehe ich schon das B, aber müssen wir irgendwo rein hier? Ja. Warte, ich bin da. Die Tür ist doch schon offen. Ja, das war verkehrt rum. Das ist so verkehrt rum. Ist da... Oh, nee. Steve. Was? Ich bin da. Ha? Ja. Steve. Steve. Ja. Hallo, Steve. Hi. Gute. Boah, das ist wieder eine tolle Waffe. Hier gibt es meine tolle Waffe, ey. Bin so der Geile, oh Gott. Also ich habe schon tausende Menschen gesagt, du sollst dir endlich mal eine gescheite Waffe bauen. Das sind ja coole Waffen. Hier, das ist so top. Wenn du so weitermachst, baue ich dir eine Waffe, weil das keinen Sinn mehr hat bei dir. Ja, okay. Also ich weiß nicht, wer gegen die Waffen hat. Aber ich glaube, Waffen kann man leider nicht verschicken. So, du kannst da schon mal dahinter gehen, zu diesem... Diesen was? Rig upgraden. Ja, ja, Panzer auch mal ein bisschen draufpacken hier wieder. Ja, oh, ich habe nicht zu viel. So. Und dann Anzug wechseln. Heute nehmen wir mal ein schickes Rot. Nehmen wir heute mal schickes Rot. Machen wir. Ich baue wie immer erstmal eine Waffe, weißt du, weil ich habe das Skill darin. Ja, ja, ich muss da schon wieder wahrscheinlich improvisieren oder wie, damit ich hier... Dings, wie ist das gleich noch? Aber ich werde ein bisschen Munition für dich bauen, oder hast du ein welches? Ich habe da unendlich Munition fast. Weißt ja, habe ich vorhin gehört. Na klar. Ja, wir gehen heute mal wieder im Schicken. Oh nee, heute mal nicht. Nee, Rot ist auch nicht so die Vorbereitung. Ich fühle mich heute nicht so gut. Oder? Doch, wir lassen halt mal Rot. Doch. Oh, schreibt's in die... Ja, rum hin. Schreibt auf den Channel. Steckt euch irgendwo hin, ey, echt. Schreibt's mir scheißegal wohin, aber schreibt's irgendwo. Ja, schreibt's auf den Zettel und legt's auf den Tisch. Ich schau mir's später an. Ja. Hier, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen muss. Das ist extrem cool. Ja, ich kann es dir aber ganz sagen, du kannst erstmal eine Waffe kurven, wenn du willst. Es gibt auch Kurven. Dann gehst du, bis jetzt das Bildschirm, wo du die 5 Felder hast, ne? Was für eine Felder? An Grundbildschirm, wenn du auf die Bank gehst. Ja. Da hast du 5 Felder. Ja. Da gehst du vom ganz linken aus gesehen auf eins rechts. Ja. Klickst da drauf. Blueprints. Ja, und dann müsste irgendwas rot und was weiß sein. Ja. Die weiß sind, kannst du kurven, die rot sind nicht. Okay. Ja. Lass mich raten, die ersten 3 sind bei dir nicht rot und der Rest alles. Und, na, warte mal. Vielleicht kann ich ja... Es ist ziemlich viel rot, ja. Gut, da werde ich mir aber trotzdem voll aus, wie das so macht. So wuh macht? Ja, das macht wuh, oder? Ja, das ist cool. Yes. Leute, ich habe schon wieder Angst. Ich will gar nicht wissen, was der so, wieder hat. So, jetzt kommt die ultimative Ich-Box-Dich-Komplett-Weg-Waffe. Die ist so High-Performance. Das ist eine Schlimmes. Eine noch Schlimmeres. So, das war's. Wir sollten jetzt alles. Hast du das Ding jetzt zusammengebaut eigentlich? Ja, ne? Und jetzt sollten wir Kurs auf den nächsten Raumfahrtweg setzen und schauen. Nein, Robert, wir fliegen zum Planeten. Ellie,
Ich weiß, dass alles so angefangen hat, aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir können es nicht mit einem ganzen Planeten voller Monster aufnehmen. Wenn nicht wir, wer dann? EarthGov gibt's nicht mehr. Robert, nur wir sind übrig, die das schaffen können, und das weißt du. Ellie, du musst zugeben, dass es Wahnsinn ist. Woher sollen wir wissen, dass es da unten wirklich eine Lösung gibt? Weil du es mir gesagt hast. Im Quartier des Admirals. Du sagtest, abschalten, und genau das werden wir machen. Verdammt richtig. Captain, wir müssen es versuchen. Aber eine Motorei ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Wenn ich sage, wir gehen nicht, dann gehen wir nicht. Nein, Ellie hat recht. Wir haben eine Chance und die werden wir nutzen. Sie können entweder mitkommen oder versuchen, uns aufzuhalten. Aber vergessen Sie nicht, tot sind wir hier schlimmer dran als lebendig. Ellie macht das Shuttle startklar, ich bin unterwegs. Wo willst denn du hin? Hier. Wir müssen aber hier lang. Oh, was? Wo müssen wir lang? Sicher? Hier, ja. Okay. Hast du mal eine ultimative Waffe gesehen? Ja, das will man so mal. Schauen wir mal auf den Planeten, wie ultimativ die ist. Okay. Weil. Ich will nicht spoilern, aber. Ich hab's eh schon gesagt. Was? Ich hab's eh gerade gesagt. Was ist das? Ich hab gesagt, das werden wir gleich auf dem Planeten sehen. Ja, spoilerst du gerade? Nein! Das macht die Sonnenbrille. Spoiler! Ein Frontspoiler. Ich trage meine Sonnenbrille bei Nacht. Ja. Dam, dam, dam. Das geht, dam, ne? Dam, 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 dam. Ich kann das spielen damit. Das ist nicht das, das ist so ultimativ wichtig, dass man auch in Diskotheken muss man ja sowieso immer eine Sonnenbrille tragen. Ja, das hast du früher auch mal gesehen. Das ist manchmal auch richtig geil. Wenn dann die Oberchecker so kommen, so slangmäßig. So wie ich. Also, ich bin ja auch einer davon, kommt, ne? Also bei mir sieht man das jetzt so Sonnenbrille, so ganz cool. So, und dann so. So dann in die Disco gehen noch. Früher habe ich auch noch geraucht. So. Und so die Chicas abgucken und trotzdem keine abkriegen. Ich kann Kunst machen. Was? Kann nicht schlagen. Du kannst nicht schlagen. Du bist, könnte daran liegen, dass du es eine Nicht-Schlagen-Waffe ist. Guck mal, die Tür geht auf. Cool. Kann man dort rein? Ja, da kann man was reinsetzen eigentlich. Sehe ich. Wie Transfer ist okay. Hey, du musst den Bildschirm da. Guck, Bildschirm, siehst du's? Okay, nebenbei bemerkt, das Navigationsmodul ist installiert. Moment, ich bekomme keine. Ah, jetzt geht's. Und gerade noch rechtzeitig. Sieht aus, als wäre sich unser Flugfenster. Aber ich muss dir ehrlich sagen, mit der Gurke möchte ich nicht fliegen wollen, ne? Ich fliege meist im Traumschiff mit King Gurken. Ja, was, wie willst du denn das Ding hier nennen? Tomate? Okay. Na los, komm rein jetzt hier. Ah, warte. Ich schaff's. Ja. Yeah. Auf die Tür. So. Siehst du das die Licht? Sind im Raumschiff. Bitte warten. Die werden platziert. Ja, öffnen. Unlocked. Oh, ich lauf durch dich durch. Wie geil ist das denn? Lol. Sequenz. Psst. Okay. Ich freue mich auf dich zu sehen. Und warum der Blick? Das wird doch funktionieren, oder? Unser Fenster kommt gleich. Entweder jetzt oder nie. Hey, und die Sauerstoffeinspritze? Warum sind sie nicht angerastet? Hab's versucht. Die Gewinde sind rostig. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn sich einer davon löst, werden wir in der Kabine verbrennen, bevor die Atmosphäre das erledigt. Tu mir einen Gefallen. Such die Druckanzeiger auf der Hauptkonsole und sag mir, wenn die Dichtung funktioniert. Sehe ich fast genauso wie die. Und? Ja, ne? Gut, cooler Screen gewesen. So, was ist denn jetzt los? Einloggen einfach. Das hat was bewirkt. Die Nadel ist gesprungen. Na los, die zweite noch. Klasse. Cool, oder? Steve, da ist voll drauf. Na? Steigt an. Und bleib High stabil. Five. Bleib. Bereit, wenn du es bist. Hey, hast du gehört, bereit, wenn du es bist. Das soll wahrscheinlich heißen, dass du das Ding fliegen sollst, na Leute, die Weiße. Ich habe mittlerweile meine Sonnenbrille abgesetzt, weil ich krieg doch mit Augenkrebs dabei. Es ist vor also, das Blenden meines Lichts nicht viel besser. Ja. Wo ist mein Helm? Ja, dein Helm siehst du doch, der ist nicht da. Okay, müssen wir jetzt eigentlich, wo fliegen wir jetzt hin? Ja, das wirst du gleich sehen. Du bist der Pilot, also wirst du es dann schon wissen. Also doch, stell dir mal vorstellen hier, ne? Wir machen, ich zeig dir jetzt mal hier das Star Trek Phänomen. Machen wir eine Vorstellungsrunde hier. Star Trek Phänomen. Okay. Da hält die Klappe, überlebt. Ah. Da hält die Klappe, wird überleben. Hauptcharakter muss halt überleben.
Was, ist das Hauptcharakter hier? Ja, ja, das ist ein Hauptcharakter mit hier. Okay. So, darf ich dir vorstellen? Ein Charakter, kriegt gleich eine Sprechrolle, armes Ding. Hier, unser Captain, Sprechrolle, armer Junge. Hauptcharakter wird überleben. Also, was heißt das? Nach dem Star Trek Prinzip heißt es, dass die zwei Nebencharaktere, eins hier, die junge Dame und dieser gute Herr, eine Sprechrolle gleich bekommen werden und dabei sterben. Okay, und mit diesen nicht spoilernden Worten werden wir sehen, was in der nächsten Folge passiert von Dead Space 3, meine lieben Freunde. Schon soweit. Oh. Das ist, wenn ich jetzt Stopp aktiviere hier. Das ist echt. Gut, also Leute, bis dann. Das war's mit dieser Folge und man sieht sich. Tschüss. Tschüss.